Da ich bis jetzt die Kanäle anderer nur penetriert und zerstört habe, dachte ich mir, dass ich zur Abwechslung mal den Leuten helfe, indem ich nette Tipps an Kanäle verteile, die bis jetzt nur totale Scheiße hochladen. Wenn ihr also den einen oder anderen YouTuber kennt, der dringend einige Kanaltipps und oder ein Gerät nötig hat, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren mitteilen. Aber bitte nicht sich selbst vorschlagen, da ich das nur als Betteln nach Aufmerksamkeit ansehe. Und auch keine YouTuber aus den Trends bitte, dass den meisten davon eh nicht mehr zu helfen ist, sollte allgemein bekannt sein. Schreibt zu eurem Vorschlag dazu, ob ihr proktologische Kanaltipps oder ein Gerät sehen wollt. Wenn euch das scheißegal ist, dann schreibt einfach nichts weiter dazu und ich suche mir das dann selbst aus. Mein jetziger Patient ist ChaosFlow44, nein, nicht der bekannte Spacken. Er war für kurze Zeit mein Hater von mir, wie man in diesen Kommentaren hier sieht. Er hatte sogar ein Video gemacht, wo er dazu aufgerufen hat, mich zu haten und zu disliken. Das Video existiert allerdings nicht mehr, wie man an diesen aktuellen Kanal-Screenshot sieht. Jedoch hat er mal auf sein Video hingewiesen, unter dem Video, das gegen mich erstellt hatte. Dieses Video ist aber ebenfalls längst offline. Ich hatte aber praktisch Leichenschändung begangen, indem ich unter dem Video, das gegen mich gemacht hatte, einen Kommentar verfasst habe, in dem ich ihn und sein Video nochmal endgültig auseinandergenommen habe. Und ChaosFlow hat auf sein Video hingewiesen, indem er auf meinen Kommentar geantwortet hat. Da ich jedes Mal eine E-Mail bekomme, wenn das passiert, habe ich nur trotzdem das entscheidende Indiz, dass das Hate-Video von ChaosFlow mal existiert hat, obwohl dieses und das Video von bereits gelöscht sind. Auf diese Weise kann ich euch auch noch diesen Kommentar zeigen, wo er mir mit Beef droht und behauptet, er wäre besser als ich. Hier also schon mal ein Tipp vorab, leg dich nicht mit Teilzeitrektor an. Wie man schon gesehen hat, handelt es sich hier um einen Minecraft-Kanal. Gut, Minecraft-Videos sind schließlich eine Marktlücke auf YouTube, der Kanal wird also sicher irgendwann durch die Decke gehen. Aber ernsthaft, wenn ich das schon wieder sehe. Zwei Fragen an dieser Stelle. Wie kommt man darauf, seinen scheiß Bildschirm mit dem Handy zu filmen? Und wie zum Fick kommt man auch noch auf die Idee, das auf YouTube hochzuladen? Wenn du dich wirklich nicht als riesiger Vollidiot outen willst, dann rate ich dir, keine Gameplays hochzuladen, die mit einer verfickten Kamera aufgenommen wurden. Junge, wie behindert kann man denn bitte sein? Ich wollte früher selbst Gameplays aufnehmen, aber ich hatte halt nicht die Möglichkeiten dazu. Aber anstatt wie der letzte Dulli die Scheiße mit einer Kamera zu filmen, habe ich es einfach sein lassen. Das ist die intelligentere Alternative. Vielleicht solltest du die Formate, die du anfängst, auch einigermaßen regelmäßig weiterführen. Obwohl, wenn ich das so sehe, ist es wohl das Beste, wenn du das nie wieder machst. Was auffällt ist, dass es neben Minecraft und sinnlosen Intros zwei Gameplays von Slizerio gibt. Schauen wir mal kurz rein. Ja, das ist schon ein Beispiel für High-End-Aufnahmetechnologie. Da wüsste ich nicht, was man da besser machen könnte, außer vielleicht ein lagfreies Gameplay auszusuchen und die Musik nicht gleichzeitig mit einem Taschenrechner aufzunehmen, der auch am Laggen ist. Beeindruckend, dass du es immerhin geschafft hast, einige Gameplays hochzuladen, die auch mit einem Aufnahmeprogramm aufgenommen worden sind. Trotzdem stellt sich mir da eine Frage. Warum nimmt man Minecraft am PC mit einem Aufnahmeprogramm auf und haut kurze Zeit später wieder so ein Video auf YouTube raus? Wieso? Lässt das etwa das ultimative Minecraft-Feeling aufkommen, weil alles noch verpixelter ist? Ich rate eher dazu, immer wenn es geht, seine Qualität in seinem Video zu verbessern, anstatt immer mal wieder auf Qualität zu scheißen. Oder in deinem Fall immer. Denn was Qualitatives bietet schon dein Kanal? 7 von 19 Videos packen nicht mal die 30 Sekunden. Bei der Hälfte deiner Minecraft-Videos wurde der Bildschirm mit einer Kamera abgefilmt. Und selbst simple Slitherio-Gameplays ohne jegliches Commentary kann man sich auf so viel tausend anderen Kanälen in besserer Qualität ansehen. Ganz abgesehen davon, dass seine Gameplays nicht mal irgendwas Besonderes enthalten, nicht mal den geringsten Unterhaltungswert. Ich hätte gern mal gewusst, auf welchem Aspekt deines Kanals du deine Aussage stützt, dass dieser um ein Vielfaches besser sei als meiner. Etwa weil du einen Haufen dieser Videos auf deinem Kanal hast, wo es neben bewegter Schrift für einige Sekunden nichts zu sehen gibt? Anstatt sich massenhaft Intros auszudenken, würde ich mich lieber vorerst darauf konzentrieren, überhaupt irgendeinen Inhalt zu bieten. Was soll zum Beispiel dieses Video an alle Hater? Glaubst du ernsthaft, dass es irgendjemanden von denen juckt oder Hater sich von sowas abschrecken lassen? Vor allem, sich selbst so aufzuführen und dann so ein Video raushauen. Brauchst dich echt kein bisschen wundern, wenn da mal was zurückkommt. Das passiert halt, wenn man sich wie das größte Spastenkind auf YouTube gibt. Spiel dich einfach nicht wie der größte Internet-Rambo auf, in 2 Jahren wirst du dich dafür in Grund und Boden schämen. Ein bisschen mehr Konsequenz auf deinem Kanal wäre auch nicht schlecht. Ich ändere meinen Namen um, vor 2 Wochen.
Ich bezweifle, dass jemand, der es innerhalb von 2 Wochen nicht schafft, seinen Namen bei Google Plus zu ändern, einen YouTube-Kanal betreiben sollte. Ich bezweifle generell, dass Menschen, die sowas hochladen, einen YouTube-Kanal betreiben sollten. Im Grunde hast du 3 Möglichkeiten. Du scheißt einfach auf alle Tipps und machst genauso weiter wie bisher, lädst weiterhin diese AIDS-verseuchten Videos ohne jeglichen Inhalt hoch und führst dich weiter wie der größte Internet-Rambo auf. Dann wirst du es zwar nie zu was bringen und noch mehr kleine Scheißkinder werden auf dich aufmerksam, die dich sinnlos in den Kommentaren beleidigen, allerdings ist dies die bequemste Methode, deinen Kanal weiterzuführen. Die weniger bequeme Methode ist folgende: Du setzt dich einfach mal selbst mit deinem Kanal und deinen Videos auseinander und fragst dich, ob sich Leute wirklich so eine Scheiße geben können. Dann versuchst du stets, deine Videoqualität zu verbessern, indem du zum Beispiel mal überhaupt irgendeinen qualitativen Inhalt in deinen Videos mit einbringst. Wenn du schon die Möglichkeit hast, Minecraft auf dem PC mit einem Aufnahmeprogramm aufzunehmen, dann solltest du auch nur dies hochladen, weil sich dieser unterirdische Müll mit einer Kamera aufgenommen niemand geben kann und es sich wesentlich kompetenter aussehen lässt. Das wäre zwar alles mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden, aber wenigstens könnte es dann Leute geben, die dich wegen deiner Videos abonnieren und nicht nur, weil du unter anderem Videos danach und nach Views bettelst. Die 3. Möglichkeit ist mein persönlicher Favorit der 3 Möglichkeiten und lautet folgendermaßen: Du schnappst dir jetzt einen Spaten und eine weitere Person, dann sucht ihr euch eine beliebige Rasenfläche. Auf dieser gräbst du dann ein mindestens 5 Meter tiefes Loch, während die andere Person dich auspeitscht und dir jedes Mal dabei sagt, wie scheiße deine Videos sind. Achte darauf, dass das Loch groß genug ist, sodass du dich da anschließend reinlegen kannst. Die andere Person schaufelt nun das Loch wieder zu, damit da ja niemand reinfällt und sich verletzt. Danach musst du nur noch warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, aber vergiss nicht, vorher noch deine ganzen Überbleibsel im Internet zu löschen, um das größtmögliche Wohlergehen für die Allgemeinheit zu erreichen. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein!